so soft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist es Batman? Ist es Superman? Nein. Es ist Viz Games. Und damit herzlich willkommen beim Polizei-Hubschrauber-Simulator. Ja, ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich mich freue. Ich lasse mich überraschen, aber vorab eine Sache. Ich nehme heute nicht alleine auf. Ja, ich habe heute ein bisschen Hilfe, habe ich endlich mal angenommen. Und es ist diese Zeit. Einmal ist diese Zeit im Leben, wo man sich wünscht, dass man einfach mal drei Arme hätte. Guten Abend oder Nachmittag oder so. So, herzlich willkommen beim Polizeihubschrauber-Simulator. Mein Name ist Gronkh und das hier ist Inspektor. Hallo, Herr Inspektor. Ah, der Inspektor inspiziert natürlich alles. Der muss natürlich erstmal genau gucken. So, der Inspektor unterstützt mich heute ein bisschen. Wir müssen nämlich gucken, ob der Polizeihubschrauber-Simulator natürlich auch, ob der natürlich auch realitätsgetreu ist, ja? Bei diesen Simulatoren ist es ja immer so, man kennt es ja inzwischen, es muss immer alles stimmen. Und das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. So, pass auf, ich weiß nicht, das ist ein bisschen schwierig, weil ich brauche die Hand für die Maus und ich muss dauernd den Polizisten in den Arsch schieben, um... ja, gut, ich lasse mich überraschen. Ich mache mal ein neues Spiel. Tutorial können wir theoretisch... Das Tutorial eigentlich... Wir machen mal das Tutorial. Einfach mal. Ich sehe keine Credits, aber die laufen hier, glaube ich, durch. Ich mache mal einfach das Tutorial, damit wir heute wissen... Ja, wir lernen jetzt, wie man den Polizeihubschrauber fliegt. Nach diesem sehr hochwertigen Ladebildschirm. Der sieht richtig schnaffte aus. Den lasse ich mir gerne gefallen. Ich hätte mir die Switch hinlegen sollen, hätte ich noch was spielen können. Tja. So. Du kannst jetzt gehen, Cristiano. Ich glaube, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Eine endlose Minute stand er einfach da, während sie betete, er möge nicht die Hand nach ihr aus... Oh, es geht schon los! Hallo. Du musst unser neuer Mitarbeiter sein. Ich hatte dich bereits erwartet. Damit du dich in Zukunft bei uns gut zurechtfindest, machen wir jetzt eine kleine Führung. Ich werde dir die wichtigsten Dinge kurz erklären. Der kann... Folge deinem Chef. Okay, mit WASD, Shift-Taste zum Rennen. Wie kann der denn mit Mund zu reden? Warum zuckelt denn alles? Okay, warte. Wir folgen einfach mal. Oh. An verschiedenen Stellen der gesamten Wache findest du Getränkeautomaten. Achte darauf, dass du immer ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst, damit du immer voll einsatzbereit bist. Ja, mache ich. So, drücke die E-Taste. Okay, ich folge ihm mal. Hier befindet sich unsere Küche. Hier hast du jederzeit die Möglichkeit, dir etwas zu essen zu machen oder einen Kaffee zu trinken. Cool, danke. Okay, das ist die Küche, hier kann ich mir einen Kaffee... Was ist denn... Hä? Okay. Also hat man wirklich an alles gedacht in der Küche? Guck mal, die kommen sogar oben schon raus, die leckeren... Was ist das überhaupt? Die Gnitten. Es sind leckere, köstliche Gnitten. Eine Kaffeemaschine. Kann ich mir Kaffee machen? So, komm, Kollege. Nicht rumkühlen. Ja, warte, ich mach mehr Kaffee. Nicht rumködeln.
Kaffee dauert. Gut, dieses wahnsinnig kurze Sample, das ging jetzt aber ein bisschen zu schnell. Und vor allen Dingen, da ist gar kein Becher drunter. Ich habe mir jetzt gerade einen Kaffee gemacht, wahrscheinlich verstopft. Ist aber eine Düse verstopft, da muss man mit leben. Natürlich, das kann im hektischen Alltag eines Polizisten... Nicht rumtrödeln. Wir haben heute noch was vor. Halt mal die Schnauze jetzt, ich zeige den Leuten noch gerade ein bisschen. Ich habe doch gerade erst angefangen. So, Journal, Game Changer, The Main Goals of Jefferson and Hind. Okay, wahrscheinlich Behind. So, draußen ist alles sehr sauber auf jeden Fall. Hier ist noch ein Radio. So, danke. Nicht rumtrödeln. Wir haben heute noch was vor. Super Radio 2000. Ah, ich merke das schon. Das aber, bestimmt 7.1. Wahrscheinlich von Bose. Toasty 3000. Super Radio 2000. Nicht rumtrödeln. Wir haben heute noch was vor. Alter, der Typ, ne? Okay. Okay, 2 Minuten, mal gucken. Also das wird jetzt bestimmt passieren, dass die Zeit runterzählt. Wenn ich jetzt die Mikrowelle einschalte, dann muss die Zeit einfach runterzählen. So, komm, Kollege. Nicht rumtrödeln. Wir haben Schnauze! Noch was vor. Okay. Aber was spiegelt sich denn da in der... Hä, was ist denn das für eine Spiegelung? Ist das die Mikrowelle, die sich in der Mikrowelle spiegelt? Das ist die Mikrowelle, die sich in der Mikrowelle spiegelt. Hä? Wieso spiegelt sich denn die Mikrowelle? Nicht aus dem Fenster. Halt die Schnauze! Hier spielt die Musik. Wieso spiegelt sich denn die Mikrowelle? Okay, ich... Das ist ein ganz gruseliges Haus. Okay. Typisch. Aber ganz ehrlich, das ist so der deutsche Bürosound Nummer 1. Jeden Morgen Kaffeemaschine und... Komm, nicht aus dem Fenster schauen. Hier spielt die Musik. Wo ist der überhaupt? Ich höre... Bist du das? Das ist doch der Chef, oder? Wie stellt denn er sich hin? Alter, das sind voll die Topmodels. So, komm, Kollege. Nicht rumtrödeln. Aber ich... Wir haben heute noch was vor. Ich stehe doch genau vor dir, Mann! Ich stehe doch genau vor dir. Sag mal, was ist denn... Warum stellen die sich alle... So, weißt du, wie auf dem Laufsteg, Alter. Was ist denn mit denen? Das ist voll die Top-Model-Polizeischule hier. Okay, kann ich wieder raus? Aber ich... Okay, ich folge ihm jetzt. Wir haben heute noch was vor. Ja, Moment. Wir schauen uns gleich. Ich gehe erst meinen Chef hinterher jetzt. Ist das... So, komm, Kollege. Nicht rumtrödeln. Wir haben heute noch was vor. Aber ich verstehe nicht. Ich bin jetzt beim Chef. Das ist doch der Chef. Den habe ich auch gerade gesehen. Ich erkenne ihn an seinen... Oh Gott. An seinen Nasenlöchern. Gemeinschaftsraum. Hier ist unser Gemeinschaftsraum. Hä? Hier wird von der Mannschaft in der Freizeit genutzt, um ein wenig zu entspannen und gemeinsamen Aktivitäten nachzugehen. Ich glaube, die sind alle verwandt. In dieser Polizei... sind alle miteinander verwandt. In einer 10. Generation wahrscheinlich schon. Okay, ich hoffe, das ist jetzt der Chef. Wenn jetzt alle gleich aussehen, habe ich ein Problem. New York, Tokio, Berlin, London, Paris, klar. International Polizeistelle, klar, logisch. Einsatz in Manhattan, schnell. Diesen Ruheraum teilst du dir mit 2 deiner Kollegen. Das Bett auf der rechten Seite ist dir zugeteilt. Solange du keinen Einsatz hast, hast du in jeder Schicht die Möglichkeit, dich für eine Stunde hinzulegen oder etwas auszuruhen. Oh Gott, das war doch bei dem Polizeiautobahnsimulator. War das doch auch schon so? Wo ist der hin? Jetzt warte doch mal auf mich, Mann. Ich komme mir vor wie Let's Lappen, weil ich mal hinterher rennen muss. Mano. I love you, Mo. Ich guck da. Ich guck da gleich mal. Okay. Das ist unser Briefing-Raum. Hier beginnen wir jede Schicht mit der Einsatzbesprechung. Jetzt bleib doch mal stehen. Briefingraum. Okay, cool. Einsatzbesprechung. Ich habe mir nichts gemerkt. Ich bin ganz ehrlich. Ich spiele das ganz schlecht, ich weiß. Aber ich bin gerade einfach fasziniert von den Möglichkeiten und all diesen Dingen, die hier passiert. Oh, das ist cool hier. Hubschrauber. Hier sind wir im Herzstück unserer Wache. Das ist unser Leitstand. Hier kommen alle Alarmierungen rein und von hier aus werden alle Einsätze koordiniert.
Okay, cool. Die haben also Kameras überall in der ganzen Stadt aufgestellt. Die haben mehrere Bildschirme für die gleiche Kamera. Es ist ganz wichtig, dass man jedes Gebäude zweimal überwacht. Oder? Nee, sind verschieden. Naja, so, sind doch verschieden. Kollege, ja, ich komme. Ja, ich komme schon. Entschuldigung, Chef, ist mein erster Tag. Ich bin neu hier. Wieso gehen die denn immer, wenn ich zu nahe komme? Invade ich im Personal Space? So. Jetzt wird aus mir ein richtiger Polizist. Das ist mein Chef. Der zeigt mir gleich alles. So. Boah. Das sind mindestens 1000 FPS, die ich hier habe. Das muss aber einfach am Rechner liegen. Also das ist ganz klar, das liegt einfach am Rechner. Das ist, ist ja ähnlich wie Star Citizen quasi, ne? Ähnlich aufwendig. Oh, ein Weihnachtsbaum! Okay, das finde ich gerade voll schön. Einfach nur, dass hier einer steht, finde ich gerade voll schön. Jetzt sogar Clipping. Chef, ich komme, warte. Das ist mein Chef. Hubschrauber, Abstellhalle, Hä? Die sehen alle aus wie er. Hier befinden wir uns in einem unserer Hangars. Hier stehen die Helikopter, wenn sie gereinigt oder instand gesetzt werden. Okay. Gereinigt oder instand gesetzt, alles klar. Ich werde niemals reinkommen. Muss ich hier reinfliegen? Nee, ne? Warum sagt ihr mir das sonst? So, erstmal Licht verschwenden. Oh, Vorfeld, cool. Nicht, dass hier was vorfällt. Okay, ich muss mal ganz kurz, ich muss mir hier Leute angucken. Sag mal. So, komm, Kollege, nicht rumtrödeln. Wir haben heute noch was vor. Hat da etwa jemand 10 Euro für ein Charaktermodell ausgegeben? Hm? So. Was ist denn mit? Komm. Ich will nicht hier sein. Hier spielt die Musik. Die Lauf an hier. Hä? Der läuft ein bisschen merkwürdig, ne? Weißt du, wo die Laufanimation ist? Also so, die ist. Komm, Kollege, nicht rumtrödeln. Die ist original. Ja, Mann! Wieso höre ich. Alter, wieso höre ich den denn hier, wenn er da hinten steht? Was hat denn der für ein Organ? Der allgegenwärtige Chef. Mein Chef ist Gott. Die Laufanimation ist 100 Pro aus dem Spiel, das ich nicht nennen darf, weil es indiziert ist. Nennen wir es mal Pockel. Pockel 2 nennen wir es mal. Die Laufanimation ist original von da. Oh, warte mal, hier ist ein. Alter! Warum lehnen die so nach hinten beim Gehen? Komm, nicht aus dem Fenster schauen. Ich schau nicht, ich bin draußen, ich schau nicht aus dem Fenster. Und wieso höre ich den Chef überall? Und wieso gehen die so schief? Und warum kann ich den auf in die Zähne gucken? Und was ist denn mit seinen Armen und mit seinem Rücken? Und warum stellen die sich alle so modelmäßig hin? Was ist denn los hier? Wo bin ich? So, okay. Komm, Kollege, nicht rumtrödeln. Wir haben heute noch was vor. Natürlich. Ich weiß ja, ich soll mir nicht Sachen suchen. Zum Kritisieren, das will ich auch gar nicht. Ja, wir werden das jetzt richtig ernst durchspielen. Also, durchspielen. Nein. Wir werden das jetzt richtig ernst anspielen. Ich suche diese Sachen nicht. Sie passieren einfach. Und dann reize ich sie vielleicht ein bisschen aus. Ich bin. Okay, na gut. Hier befinden wir uns auf dem Vorfeld und bei unseren Start- und Landeplätzen für die Helikopter. Mhm. Das hier ist eine Kraftstoffbetankungsanlage. Hier kannst du deinen Helikopter jederzeit betanken. In unserem gesamten Einsatzgebiet gibt es noch weitere Landeplätze, an denen wir auch jederzeit unsere Helikopter betanken können. Na, die Texturen sind aber aus Fallout. So, steige in den Helikopter. Gut, ich steige in den Helikopter. Starte den Helikopter mit der Leertaste.
und warte, bis Flightgeschwindigkeit erreicht wurde, sagt Chef. In Zukunft kannst du den Helikopter auch optional direkt mit der Enter-Taste direkt in den Flight-Modus bringen. Okay, das ist schon mal ganz cool. Ich find's schön, dass sie unten so ein gerendertes Foto vom Chef haben, dass ich ihn auch nicht vergesse. F5, F6, F5, F6, F7 ist die Landekamera. Oh, okay. Ich bleib erstmal bei der hier. Minimap ein. Oh. Da ist eine richtig coole Minimap. Klein, groß, klein und weg. Okay, cool. So. Minimap Zoom. Klappt auch wunderbar. So, ich hab. Wann habe ich denn Flightgeschwindigkeit erreicht? Flightgeschwindigkeit. Lala. Oh, jetzt dreht er ab. Jetzt. Hebe mit dem Helikopter ab. Ja, aber wie? Wie? Space geht nicht. Jetzt habe ich ihn ausgemacht. Wie hebe ich denn ab, Mann? Der klebt mir alle Tasten, aber nicht, wie ich abhebe. Habe ich ihn ausgemacht? Es ist nicht die Just Cause-Steuerung. Was? Was? Ich hatte gerade, Entschuldigung, ich hatte gerade Durchsage. Hier war Durchsage. Das ist bestimmt Notfall. Uff! Ich hätte gern mal sowas wie einen Bahngastsimulator. Das wäre schön. Du musst irgendwie, du bist immer eine verschiedene Person. Du bist eine verschiedene Person. Du bist immer eine andere Person. Und musst immer irgendwo hin mit Umsteigen und allem drum und dran. Und dann aber auch mit realistischem Warten. Die Bahn hat 2 Stunden Verspätung, Realtime, musst du einfach 2 Stunden auf dem Bahngleis rumlaufen und sitzen. Oder vielleicht kannst du ja was lesen oder den Naschi ziehen am Automaten. Das wäre ein schöner Simulator, den würde ich mir echt wünschen. Bahngastsimulator. Und dann kommst du aber auch wirklich irgendwann an, das wäre cool. Du kannst auch in den Speisewagen gehen, du kannst rausgucken während der Fahrt. So eine Geschichte kann man schon cool machen. So, hebe ab. Mit Shift? Nein. Mit W? Nein. Q? Mit Q blende ich das da aus. Wie hebe ich denn? Mit Space ist es ja schon mal nicht. Maus geht auch nicht. T? Nein. Z? U? I? O? P? A? S? D? Bei S ist was passiert, glaube ich. F? G? H? J? K? L? Control. Wie hebe ich denn ab? Enter. Steuerung. Hebe ab. In-Kamera aus. Interaktion Helikopter verlassen. Mit E wäre das jetzt ganz gut. Tatsächlich. Einfach aussteigen. Neigen, neigen, neigen. Helikopter starten. Leertaste. Suchscheinwerfer. Rechts drehen. Links drehen. Schub reduzieren. Mit S. Ja gut, klar. Mit W, Schub erhöhen. Ich... Helikopter starten. Helikopter lassen. Helikopter Schnellstart. Schub. Es ist W. Man muss aber gedrückt lassen. So, okay. Längere Zeit gedrückt lassen. Okay, und wie... Ich möchte nach vorne... Ich möchte gar nicht steigen.
Ich möchte nach vorne fliegen. Mit den Pfeiltasten. Hurra! Oh Gott. Okay, cool. Das klappt schon mal. Wieso ist der Suchscheinwerfer an? Ach so, weil ich alle Tasten durchprobiert habe. So, wir müssen jetzt da drüben hin. Da ist was passiert. Ich sehe das schon. Das war das Resident Evil 7 Haus. So, fliege nun zum nächsten Zielort. Wo ist denn der nächste? Hinter mir. Ich muss mit WASD und den Pfeiltasten steuern. Ich wollte es nur kurz sagen. Kann ich mit der Maus irgendwas machen? Maus ist tot gerade. Okay. Das ist Arnsdorf. Das ist so eine Arbeiterkommune. Da fliege ich jetzt den ganzen Tag, morgens ab 6 fliege ich da den ganzen Tag drüber. Nur, dass sie Bescheid wissen. Weil ich hasse Leute aus Arnsdorf. Die benehmen sich immer ungehobelt beim Schlecker. So. Okay. Kann ich eigentlich noch höher steigen? Weil die Bäume sind mir ein bisschen zu niedrig. Ich guck mal kurz, wie hoch können wir denn mit dem Polizeihubschrauber fliegen? Ich will nur mal gucken. Vielleicht machen wir auch gleich einen NASA-Simulator. Was? Zumindest, also ich würde gerne einen Auftrag annehmen. Ich lege mal ganz kurz, ich muss hier mal weglegen. Da! Oder warte mal. Eine Sekunde. Und wie findest du das Spiel bis jetzt? Ist ganz gut eigentlich. Wir haben natürlich noch nichts gesehen davon, ja? Das wird jetzt erstmal eine erste Resonanz. Ich leg den mal beiseite. Der ist wirklich sehr ungehobelt. Okay, let's go. W. Wir sind noch nicht hier mit Fluggeschwindigkeit. W. W. So, let's go. Also, wir dürfen nicht zu hoch fliegen. Es gibt keine Warnung. Es wird einfach das Tutorial zurückgesetzt. Aber wie gesagt, wir sind ja momentan noch im Tutorial. Wir lernen das ja gerade alles noch. Der Suchscheinwerfer ist jetzt übrigens aus. F. F ist Suchscheinwerfer. Alter. Da fliegen wir gleich über Arnsdorf mit Suchscheinwerfer. Oh. Nein! Nein, warum ist er da? Nein, ich will nicht. Wieso sind die Rotoren gerade nach oben gebogen gewesen? Plötzlich nach unten. Was ist denn da? Oh, ja, ich würde ja gerne mit Enter-Taste in den Flight-Modus, aber das, ich durfte nicht. So. Ich brauche beim Fliegen eine Brille. So. Gut. Das ist mein Lieblingsspiel. Ja, es macht so Spaß. Das ist mein Lieblingsspiel. Da schaukelt auch das Gras. Ui, die Effekte und lauter krumme Menschen gehen. Wahrscheinlich ist das Spiel spielt wahrscheinlich irgendwo näher Hamburg. Weil die Leute ja sehr windschief gewachsen sind. Kennst du vielleicht Leonardo da Vinci? So. Ich sollte das mit dem Geräusch mal lassen. Das macht irgendwie Spaß. So. Jetzt spielen wir mal richtig, komm. Okay, jetzt geht's aber richtig, jetzt aber richtig nach vorne.
So, ein bisschen an Höhe gewinnen. Denn immer wenn ich neige. So. Nächste Zielort ist da hinten. Okay, jetzt kriegen wir es. Jetzt geht's richtig los. Okay, pass auf. Jetzt aber. Huiuiui, jetzt kommt gleiches richtig Action hier. Boah, mein Blut. Mein Blut ist schon in Wallung geraten einfach. Wow. Also ganz ehrlich, wer braucht schon fucking GTA? Weißt du, alle machen ihr GTA-RP und Bipapo und dies, das, DOS. Aber da siehst du mal, ne? Weiß auch nicht, was ich damit sagen will. Gut, wir müssen dringend über dieses Waldgebiet da hinten. Das Ausrufezeichen versteckt sich ganz kokett im Wald. Fliege nun zum nächsten Zielort. Es kann nicht noch aufregender werden, Freunde. Es kann nicht noch aufregender werden. So. Da hinten ist es. Jetzt immer zum Haken aus dem Heli springen und mit Raketen feindliche Basen abballern. Vielleicht kann man ja die Engine für Just Cause 5 lizenzieren, man weiß es nicht. So, wir haben auch das Ausru-, das haben wir auch gleich erreicht. Nächstes Ausrufezeichen, da ist es. Neue Aufgabe, fliege zurück zum Staffelgelände. Ich weiß nicht, wo das ist, ich habe mir das nicht gemerkt. Wo, da. Ach Gott sei Dank ist das markiert. Auf dem Kompass ist nämlich jetzt kein Ausrufezeichen, wie sonst immer. Ich habe mich daran orientiert, jetzt ist aber keins. Okay, jetzt mit dem Landen wird echt scheiße. Das weiß ich jetzt schon. Ich werde bestimmt einen Crash bauen bei der Landung. Ich werde das Tutorial nicht fertig kriegen. Pust. So. Einparken. First Try, GG, Alter. Was ist denn hier los? Hä? Saubere Landung? Hä? Ah ja, dauert ja ein bisschen. Ja, gut. Ein Touristsimulator. Du musst erst 5 Stunden lang am Flughafen warten. Dann musst du aber noch durch den Zoll und alles. Ja, du musst ihn auch noch betatschen lassen. Und dann wirst du noch auf Sprengstoffpulver untersucht. Und danach musst du noch am Gate warten. Und dann sitzt du im Flugzeug und dann fliegst du 12 Stunden. Realtime. So. Geil. Hat gut geklappt. Wo ist ein Chef? Drücke E, um das Tutorial zu beenden. Hä? Der Ladebildschirm war so schnell weg. Das ist so ungewohnt. Huch! Was ist denn da passiert? Naja, dann haben wir heute mal ein Tutorial gemacht. Das war natürlich Action. Ich hoffe, ihr hattet euch angeschnallt, ja? Und seid nicht aus Versehen umgefallen. Das war sehr nice. Dann gucken wir uns in der nächsten Folge mal das Spiel an. Für heute haben wir genug gesehen, glaube ich. Ich muss erstmal Pause machen. Mein Adrenalin-Level ist einfach... Puff! Ist einfach... Oh. Oh. So, alles klar. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Und dann kriegen wir richtig krasse Aufträge. Es wird richtig Action. Dieses Weihnachten wird blutig. Polizei-Hubschrauber-Simulator mit Bruce Willis. Stirb langsam im Ladebildschirm. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Es wird bestimmt großartig. Tschüss.